Hier haben wir Lukas, das ist der Jan, das ist Oliver und Sebastian. Jetzt geht's los. Vier starke Stimmen, vier starke Charaktere. Die Gruppe Maybe Bob zwischen Tourstress und Spaß. Zwei Tage unterwegs mit einer der besten A Cappella-Gruppen Deutschlands. Wir treffen die Gruppe vor einem Auftritt in Pforzheim. Das Auto voll beladen mit vier Sängern, zwei Technikern und jeder Menge Ausrüstung. Meistens fällt was raus, wenn wir aufmachen, weil da so viel drin ist, es kann gar nicht halten. Deswegen muss ich immer gucken. Nö, diesmal ist gut gepackt, aber Tetris, sag ich mal, ne? Das ist Tetris. Und wenn da nur ein Koffer falsch steht, ist es schon vorbei. Und das ganze System ist, ja, umsonst. Das ist immer ein bisschen Tetris. Ja, hab ich schon gesagt, was war denn das? Das hab ich gesagt. Das ist mein Witz. Das ist doch der Soundtrack. Das ist aber mein Witz gewesen. Beim Auspacken heißt es für jeden mit anpacken. Dann wird die Garderobe bezogen. Die allerdings ist wenig glamourös. Ein ganz normales Klassenzimmer. Wir haben bestimmt jedes dritte Mal so ein Klassenzimmer als Garderobe, weil wir auch viele Konzerte in Schulen und so geben. Ne? Von daher ist es eigentlich normal, oder? Schule? Jedes dritte Mal? Ja, gefühlt. Also gestern zum Beispiel auch. Nee, gestern war es in der Schule, aber da war es... War im Kultursaal. Stimmt, aber es war auch in der Schule. Also für mich ist das Gefühl, dass wir immer in der Schule sind. Man kann sehr froh sein, dass es kein Riechfernsehen gibt, denn es riecht hier nach drei Tagen nicht gelüfteten Kinderatem. Lukas packt den Instrumentenkoffer aus. Darin sind lediglich vier Mikrofone. Denn die Gruppe macht Musik komplett ohne weitere Hilfsmittel. Ausschließlich A Cappella, kein Instrument, keine Requisiten, nackt. Also wir haben was an, aber die Bühne ist nackt. Soundcheck auf der Bühne. Zwei Mitglieder von Maybe Bob haben Musik studiert, zwei sind Autodidakten, alle sind hauptberuflich Musiker. Seit 8,5 Jahren gibt es die Gruppe in dieser Zusammensetzung. Die Aufmachung der Band hat sich während dieser Zeit verändert. Die Musikauswahl auch, nur der Name ist gleich geblieben. Bebop ist eine Jazzrichtung. Maybe Bebop schiebt man zusammen, kommt Maybe Bob dabei raus. Weil wir früher sehr viel mehr Jazz gemacht haben. Irgendwann haben wir festgestellt, ach, die Leute hören lieber Popmusik. Deswegen streuen wir jetzt nur Jazzstücke ein. Aber trotzdem soll der Name noch ausdrücken, dass es bei uns vielleicht Bebop gibt, vielleicht auch was ganz anderes. Also man muss immer auf Überraschungen gefasst sein. Zurück in der Garderobe. Zeit zum Fertigmachen für den Auftritt. 120 Konzerte geben die vier im Schnitt jedes Jahr. Manchmal unter erschwerten Bedingungen. Ja, wir haben alle schon mit diversen Krankheiten gesungen. Alle auch schon mit Fieber auf der Bühne gestanden und so. Und wir mussten in unserer jetzt 8,5-jährigen Laufbahn miteinander auch erst so eine Handvoll Auftritte absagen überhaupt. Also wegen Krankheit. Das passiert ganz, ganz selten, Gott sei Dank. Wir sind alle sehr rüstig. Sag mal, hast du Zahnseide für mich? Ich hab da was am Zahn. Ich hab da eine Stelle, wo immer was hängen bleibt. Das geht auf der Bühne nicht. Welche genau ist das? Welche Stelle? Hier, die. Da sieht man immer ein Stück, Rumsteak war es heute. Schminken, verkabeln, einsingen. Dann geht es auf die Bühne. Ich bin kein Mann für eine Nacht. Ich weiß nicht, wie man sowas macht. Ich brauch etwas mehr Zeit. Ich werd nicht ganz so schnell sexuell. Dieses Lied kommt aus dem Mutterleib. Es ist fötaler Zeitvertreib. Ansonsten bin ich gern allein. Lasst keinen rein. Oh, just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. You and I. Block 1 ist vorbei, 20 Minuten Pause. Zeit für einen schnellen Klamottenwechsel. Oliver steht vor einem Problem. Ein ungebügeltes Hemd kurz vor dem Auftritt. Da haltet ihr natürlich extra drauf, ne? Ich packe immer im letzten Moment und dann habe ich die Hemden manchmal noch nicht gebügelt. Meistens gibt es ein Bügeleisen bei den Locations, bei denen wir sind. Da kann ich einmal so schnell nur hier vorne drüber bügeln, wo man es sieht. Und genauso bekommt Oliver sein Hemd zurück. Rechtzeitig vor Beginn der zweiten Konzerthälfte. Sauber. Danke. Heute gehen wir ins Museum und sehen moderne Kunst. Ein paar Bilder sind schön, doch die meisten sind verhunzt.
do this to me, baby? Just gotta get out, just gotta get right out of here. Knapp 2 Stunden Konzert geschafft, aber es ist noch lange nicht Schluss für die 4 Sänger. CD signieren, ein kurzer Plausch mit den Konzertbesuchern, das gehöre halt dazu. Bei so großen Künstlern wie Phil Collins oder so, dass der dann nicht nachher noch irgendwie am Merchandising-Stand steht, und so, das ist nachzuvollziehen. Ja. Weil er sonst halt 100 Bodyguards bräuchte, die das irgendwie, die, genau, diese, die das Areal irgendwie sauber halten. Ja. So etwa. Wir brauchen das nicht. Dann endlich Feierabend. Abschalten nach einem langen Tag, das komplette Team beim Bowling spielen um 23:30 in der Nacht. Alle 4 Sänger sind verheiratet oder liiert. Alle haben sie Kinder und sind trotzdem mehrere Tage in der Woche zum Teil weit weg von zu Hause. Das sei nicht immer gut für das Privatleben. Ich habe früher einen normalen Bürojob gehabt. Und hat sich dann in der Zeit des Bürojobs dieser Job hier, dieser Musikerjob, entwickelt. Und das war für meine damalige Beziehung nicht so gut. Weil die halt dachte, ich bin Büromensch, habe von 9 bis 5 einen Job und bin nicht irgendwie eine Woche mal da, eine Woche mal weg, wie jetzt. Also wenn es so ist, dass sozusagen eine Beziehung so startet, dass die Partnerin weiß, okay, der ist vom Beruf Musiker, dann ist es, glaube ich, gut, wenn das so ist. Um 12:45 kommt die Gruppe am Hotel an. Schnell das Gepäck nehmen, einchecken und dann nach einem 15-Stunden-Tag ab aufs Zimmer. Gute Nacht. Gute Nacht, ihr Lieben. Macht's gut. Bis morgen früh. Bis morgen. Schon am nächsten Morgen geht die Arbeit weiter. Da die 4 Sänger in 3 unterschiedlichen Städten wohnen, nutzen sie die gemeinsame Zeit auf Tour so intensiv wie möglich. Aufnahmen für die neue CD im Hotelzimmer. Wir brauchen jetzt keine wirklich schalldichte Kabine oder sowas. Wir brauchen einfach nur eine Umgebung, die relativ trocken ist. Und so ein Hotelzimmer bietet sich an hier mit irgendwie so Stoffwänden und unserem kleinen Schild, was wir da haben, was sozusagen die Frequenzen so ein bisschen rausfiltert, da funktioniert das eigentlich ganz gut. Weil das ist schon auch professionelle Qualität dann. Jede Stimme wird einzeln aufgenommen. Später wird alles zusammengemischt. Heute ist Sebastian mit der Bassstimme dran. Doch so früh am Morgen ist es mit dem Singen gar nicht so einfach. Erstens mal bin ich ganz leicht erkältet, das ist aber jetzt nicht so schlimm, aber die morgendliche Stimme, also meine Stimme ist, fühlt sich irgendwie ein Traktor morgens immer. Und so bei so CD-Aufnahmen soll man ja eigentlich auch gut singen und sauber und so, ne? Ist ein bisschen schwierig. Aber es geht, weil ich mir ganz viel Mühe gebe. Während Sebastian und Lukas weiter einsingen, ist auch Oliver auf seinem Zimmer bei der Arbeit. Am Rechner komponiert er einen neuen Song für die Gruppe. Allerdings hakt es gerade ein wenig. Der Refrain ist super und ich habe eine ganz konkrete Vision von den Strophen und komme aber noch nicht hin. Oliver ist der kreative Kopf der Gruppe. Er hat Maybe Bob gegründet und sich die Sänger in der Musikerszene zusammengesucht. Heute ist die Band ein gut funktionierendes System, in dem jeder seine Aufgabe hat. Sebastian macht das Tourmanagement, kümmert sich um alles, was mit der Tour zu tun hat, alles Organisatorische. Jan designt unsere Plakate, Werbepostkarten und kümmert sich um die Homepage. Lukas kümmert sich um die ganzen Fan-E-Mails, wir haben einen sehr großen E-Mail-Verteiler. Und ich mache neben der Kreativarbeit die Buchführung, also Belege abheften, wo man nicht bei nachdenken muss, zur Entspannung. Der Stopp im Hotel war kurz. Wieder heißt es einsteigen, weiterfahren. 200 Kilometer von Pforzheim nach Friedrichshafen. Der Wagen der Band ist voll, mit unserem Kamerateam können wir nicht mitfahren. Was während der Fahrt passiert, filmen die Jungs deshalb selbst. Und küssen. Oh. Daneben geht die Arbeit auch hier im Auto weiter, trotz des engen Raums. Wir haben hier im Prinzip 4 Quadratmeter und da haben wir drin eine Bookingagentur, Grafikagentur, ein Kompositionsstudio und noch A Cappella Szene Deutschland. CD-Produktion. CD-Produktionsstudio, genau. Das ist tierisch. Ja, ich finde, das ist mal Applaus wert. Ich kann nicht klatschen. Kein Stau auf der Straße, keine Verspätung. Deshalb nimmt sich die Gruppe noch die Zeit, an der Autobahnraststätte eine Runde Frisbee zu spielen. Bis auf Jan, der einfach nur entspannen will. Fehlt nur ein Meer und ein Strand. Dann würde ich mich jetzt einfach so auf den Strand legen, das ist wunderschön. Wind und kalt, toll. Ja. Strandfeeling an der Raststätte? Ja. Ja, man braucht Fantasie im Leben, ne? Das Autobahngeräusch ist ja quasi auch wie das Meer, ne? So ein bisschen.
irgendwie. Doch so richtig ruhig und entspannt bleibt es nicht. Ja! Oh, nicht direkt in die A***! Oh Mann! Oh Gott! Oh. Ach, der hat keine mehr. Oh. Nach 2 Stunden Fahrt ist die Band am Ziel. Der Auftritt heute findet vor knapp 400 Leuten statt. Eine Zahl, die mit den Konzerten großer nationaler oder internationaler Künstler nicht mithalten kann. Trotzdem ist die Band mehr als zufrieden. Wir sind einfach so ein künstlerischer Act, der komplett sich nur durch Mundpropaganda dahin gespielt hat, wo wir jetzt sind. Und dafür finde ich 400 Leute bombastisch. Also ich bin total happy mit dem, was wir erreicht haben. Wieder Soundcheck, wieder Lichtcheck auf der Bühne. Ein Musikerleben, das bedeutet harte Arbeit, sagen die 4 Sänger. Schnell ein Star werden und dann dauerhaft erfolgreich sein, das funktioniert ihrer Meinung nach nur selten. Das kriegen wir immer so am Rande mit, natürlich auch von Veranstaltungen so, dass halt diese Leute, die diese Talentshows gewinnen im Fernsehen oder diese DSDS-Shows auch gewinnen, dass da permanent die Touren abgesagt werden, weil keiner kauft die Karten. Also die Leute, diesen Fernsehkonsum, den nehmen wir schon wahr. Die Quoten sind dann, glaube ich, nicht schlecht, sonst würden sie es ja absetzen. Aber dieses, wir als Live-Künstler, für uns wäre es natürlich fies, wenn jetzt uns keiner mehr kommen würde und alle zu den Leuten kommen, die bei der SDS-Show gewonnen haben. Und das ist halt schön. Bei uns ist es immer gut besucht und da kommt keiner hin. Das ist also ein gutes Zeichen, dass die Menschen doch differenzieren. Wenig später, der Saal ist voll, die Show geht los. Fremd oder vereint, bitte kein bitte kein Jein. In eine meiner Schubladen, da krieg ich dich schon rein. Bist du genau wie wir oder bist du ein Anarchist? Da siehst du, weil ich wusste gleich, was du für einer bist. Jawohl! In der Pause ist es wieder Zeit, das Outfit zu wechseln. Und wieder ist Olivers Hemd nicht gebügelt. Dieses Mal aber muss er selbst ran. Doch das ist gar nicht so leicht. So, jetzt müsste es eigentlich klappen. Was ist hier schon wieder los? Was brauchst du denn hier wieder alles voll? Hä? Das ist auch meine Ecke. Wenn man sich einen Sack holt. Oh Gott! Olli, was machst du denn da wieder kaputt? Olli, ich glaube, Olli will nur sein Hemd bügeln eigentlich. Ich glaube, mein Hemd bleibt so. Aber irgendwie kriegt er es noch hin. Dass ich dachte, mir wär's gegeben, so und anders nicht zu leben. Das sind alles, wie ich schätze, Flattersätze. Ich backe Kekse braun und schmücke Gummibaum. Mit vieler Mette sieht er aus wie Silbertaum. Was ihm von ganzem mies, das weiß ich leider kaum. Doch ich mach mit, bevor die Nachbarn komisch schauen. Das Konzert ist zu Ende, 2 lange Tage auf Tour sind vorbei. Morgen geht es für die Sänger von Maybe Bob zurück zu ihren Familien nach Hannover, Hamburg und Berlin. 3 Tage zu Hause, dann geht alles von vorne los. Für das Familienleben sei der Musikerberuf aber gar nicht so problematisch, wie es scheint. Ich glaube, wir sind mindestens genauso oft und lange zu Hause wie andere Familienpapis auch, nur eben zu anderen Zeiten. Wenn die anderen Wochenende haben, sind wir unterwegs. Aber wenn die anderen im Büro sitzen, dann sind wir zu Hause und kochen Mittagessen für die Kinder. Es ist einfach wirklich toll, von Musik zu leben. Das ist überhaupt der Himmel auf Erden, das Hobby zum Beruf machen zu können. Ich habe es auch studiert und bin froh, dass einfach davon leben zu können. Das können viele andere Musiker nicht. Und mit der Familie muss man jetzt gucken, ob sich es vereinbaren lässt. Und es lässt sich vereinbaren. Und dann macht es auch tierisch Spaß, beide Welten zu haben, für sich zu haben. Nicht nur eine. Das ist toll. Und so verabschieden sich Sebastian, Jan, Lukas und Oliver ganz besinnlich in den wohlverdienten Feierabend. Kinder, liebe Kinder, es hat uns Spaß gemacht. Nun schnell ins Bett und schlaft recht schön. Dann können auch Kinder zur Ruhe gehen.
Ich wünsche euch gute Nacht.